Hi Freunde, willkommen zurück in Neverwinter. Wir gehen jetzt zum dieses Ding da, dieses Kläranlagenbecken zu säubern. Nein, natürlich zum das Gehirnbecken zu vergiften. Wir machen uns doch die Pfoten dreckig. Wir schlachten lieber die Arschgesichter hier ab. Ach du Arsch, hier heißt auch was. Habt ihr die Gehirne? Gebt sie mir! Ah, Rache ist süß. Das wird die Gedanken schindalieren, meine Freunde zu verspeisen. Oh ja! Was sagt ihr, was ich mit den Gehirnen anfange? Das geht euch nichts an. Ich habe euch wie ausgemacht für die Sache bezahlt. Ihr könnt also wieder euren eigenen Angelegenheiten nachgehen. Bevor ihr geht, ihr habt nicht zufällig etwas Salz dabei oder gar etwas? Ja, perverse Sau. Wir sind hier wirklich in dem perversen Porno. Menschenfresser. Arschgesichtige Arschgesichter. Oder Arschbacken. Arschbackige Arschgesichter. Scheiße, da vorne sind auch welche. Wo muss ich denn hin, da drüben? Nein! Lass mich in Ruhe! Arschgesicht. Und das stimmt heute bestimmt auch noch, oder? Keine Ahnung. Na, jetzt kommen die Arschgesichter wieder. Hast du mich gesehen? Der verfolgt mich. Arschgesicht. Was ist das Helle? Ist das ein Arschloch? Keine Ahnung. Komische Dinger. Oh verdammt. Wieso habe ich jetzt keinen getroffen, Mann? Nein! Lass mich in Ruhe! Oh gut. Glück gehabt. Glück im Unglück. Muss aber schnell. Ach, die sind schon alle tot. Okay. Huh. Ausrecht, ja, ich stehe in den Geburtstag rein. Gut, abgeschlossen. Dann kannst du zurückgehen. Zu dem Arsch da. Was für eine perverse Scheiße hier. Wo war das jetzt? Da vorne. Nee. Packt man überall fest. Endlich. Aber warum habt ihr so lange gebraucht? Mir bleibt doch keine Zeit. Ja, wie ihr es euch denken könnt, haben mir die Illitiden eine ihrer Larven in den Kopf gepflanzt. Und ich kann spüren, wie sie die Kontrolle über meine Gedanken erlangt. Aber ich werde mich an vielen ihrer Art rächen. Sie werden keine Chance haben. Wer es glaubt. Mir bleibt nicht viel Zeit. Das Sprechen wird schwieriger. Gedankenschinder, ihr sucht geistlicher Florok, dem wir alle dienen müssen. Nein! Er versteckt sich in der Gedankenschinder-Enklave dort drüben. Vernichtet ihn und bringt Verderben über all diese Scheusale. Okay, dann gehen wir zu so einem Arschloch. Bestimmt auch so ein riesen arschgesichtiges Arschgesicht. Irgendwas, Dings da. Ach, was liegt denn da? Hat mich einer gesehen? Nö.
noch nicht, bis Schweinchen dick kommt. Oder dünn. Oder keine Ahnung. Miss Piggy. Ja, so ist es. Kurz heilen und los geht's. Psi-Kristall. Greift er mich an? Nein. Muss euch aufhalten. Nein, du musst mich nicht aufhalten. Leck mich. Ah, verdammt. So gut wie alle ausgelöscht. Mit einem Schuss. Och, Miss Piggy lebt sogar noch. Kann ich die eigentlich inzwischen wieder oder noch oder was weiß ich? Ja, ich kann. Uiuiui. Rang 6 und 19 geht schon. Okay. Aufwertbar. Dann nehmen wir mal Eismann. Lasst uns sehen, was dort draußen wacht. Ja. Ach, okay. Schon wieder. Arschratten. Wie lange braucht eigentlich unser Schweinchen? 7 Stunden! Ach du große Scheiße, wie viel muss ich denn zahlen? 29.000, ei, ei. 7 Stunden braucht die Drecksau. Zermalme euch! Ja, versuch's doch. Ha, hat ja wirklich was gebracht, hätte ich nicht gedacht. Eine Geißel. Und eine Wache, die geschlafen hat. Faule Sau. Genau wie meine Schattentante hier. Die geht auch immer ein Nickerchen zum Machen und kommt erst wieder, wenn es schon fast zu spät ist. Naja. Was soll's. Deine Scheiße war auch tot. Was hast du gemacht? Gedankenschinder werden herrschen. Nein, werden sie nicht. Sie werden ausgelöscht. Genau wie du. Aha. Wieso sind meine Begleiter immer so schwache Loser? Naja, egal. Es sind noch mehr solche Fuzzis. Ich hole mir jetzt erstmal wieder mal da so einen 20, 25. Ist das Heilerin? Keine Ahnung. Ach, egal. Zermalme euch! Lebst du noch? Ja. Eieieiei, böses Ding. Ich werde deine Hilfe verschlingen. Wer hatte denn da gerade so eine riesengroße Stimme? Hohe, meinte ich natürlich. Riesenhohe. Keine große.
da hüpfe ich auch besser nicht runter. Ist nix. Da ist wieder ein Arschgesicht. Ein arschgesichtiges Stück Scheiße. Und wo kommst du her? Putzi, da kommt noch einer, der Einbrecher auch. Naja. Tja. So kann's gehen. Immer müsst ihr sterben. Lassen wir uns kurz heilen. Genau, Berufe könnte ich auch mal wieder machen. Fällt mir gerade so spontan ein. Brauche ich denn noch ein bisschen was? Stufe 14. Eieiei, 14 von 20 oder so. Keine Ahnung. Wie schalte ich denn die frei? Ein Beruf, Stufe 20. Drei Berufe, Stufe 20. Beliebiger einen Gegenstand mit Rang 3. Wie baue ich dann einen Gegenstand mit Rang 3? Keine Ahnung. Ich dachte, da kann ich irgendwelches Qualitätszeug reinmachen, aber scheinbar doch nicht. 9, 8, 7. Okay. Waffenschmied. Gab's doch irgendwo so Dingszeug. Was brauchen wir dafür auch? Keine Ahnung. Egal. Naja. Und wir die Dinger. Ein bisschen Astraldiamanten. So. Dann kann es weitergehen. Arschgesichter, ich komme. Eieiei. Du lässt noch. Jetzt nimmer. Was haben denn die für ein Problem? Heil Hitler! Arschies. Ich bin gleich tot. Oh. Na gut, wenn ich abkratze, dann brauche ich jeden nicht weit laufen. Aber ich werde nicht abkratzen, ihr werdet abkratzen. Ach, der lebt noch. Okay. Tja, shit happens. Schwaches Mal, der was? Der Stabilität. Das habe ich ja noch nie gefunden. Die machen Aua. Ach, leben schon gar keine mehr. Ja, da kann man drüber springen.
Gedankenschinder-Experiment. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass da einer hinter der Mauer lauert. Und auch noch so ein riesiges Arschgesicht. Ein blaues. Blaues, riesiges Arschgesicht. Oh. Ich werde dein Hirn verschlingen. Ach, bist du sicher? Schnell aufsammeln. Du bist gleich tot, du wirst gar nichts mehr. Ah, gut. Geschafft. Wieder kaputt. Und nochmal kaputt. Und wieder und wieder und wieder. Und doch geht's. Oh Mann. Ich hasse es. Ich sag's dir. Glück gehabt. Oh, eine ganze Armee kommt. Tja, hat euch nichts gebracht, in der Gruppe aufzutauchen. So. Aha, haha. Aha. Und ich darf nichts machen. Jetzt darf ich wieder. Oh je. Tylorok, der Verehrte. Tylorok, der Verehrte. Der sieht aus wie seine Viecher aus Fluch der Karibik. Captain irgendwas oder so. Schneidet auch tief, wenn ich dir in den Hals heb. Die Kehle. Flüsternde Höhlenverstecke. Yippie. Und wieder ein Arschblöder. Und ich hasse euch. Ich hasse euch. Arschgesichter. Blöde. Dumme. Verblödete. Mann, lass mich in Ruhe! Lass mich! Ach, Boss ist kaputt. Oder Fuzzi vom Boss. Und ich war's nicht. Die Schattentante ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Ring des Kommandos. Ah, verdammte Scheiße. Nichts für mich. Bim, 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 bim. Da. Hier noch 3 Stück. Noch mehr Verzauberungsdinger, die ich wegwerfen kann. Oder in Dinger reinstecken kann. Paktklinge des Höllenboten. Wow, sehr schlecht. Habt ihr gerade mal da? Schaut mal die Minimap an. Das will irgendwie, dass ich da rüber renne. Dann da rüber.
Oh Mann. Naja. Was soll man erwarten? Oder was will man erwarten? So, ich eier jetzt noch schnell zum Lager zurück, sobald er hier kaputti-futzi, kilotti ist. Machen wir mal den da nochmal. So. Bevor der mich killt hier. Gut. Und ja, dann ziehen wir weiter. Oh nein. Ach, da ist wieder sowas. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, ich muss da rüber. Irgendwo im Nirgendwo. Lebt er noch? Ja. Pech für dich. Hättest lieber das Gift selber geschluckt. Ja. Mann, was soll das hier eigentlich darstellen? Psychokiller-Porno oder so. Irgendwas. Naja. So, da sind wir auch. Geben die hier und die Quest. Ich hoffe, ihr habt euch gut im Griff und dreht nicht durch. Ihr habt einen Ort wie keinen anderen betreten. Ah, sieht man an dir, kleiner Punk. Florok ist tot. Unsere Geheimnisse sind sicher. Und Mandrake wurde gerecht. Ihr seid wirklich imstande, Wunder zu bewirken. Die Gilde des Unterreichs hat selten Grund zum Feiern. Ich wünschte nur, dass ich mehr Zeit hätte, es zu genießen. Tja. Pech. Oh, Grube vorgeschlagen. Jetzt hätte ich eigentlich vorlesen sollen, aber egal. Hey. Euer Erfolg hier in den flüsternden Höhlen hat den Weg zu Gondelgrim geöffnet. Die Gilde wird sich bald aufmachen, die Wunder dieses verlorenen Reiches zu erforschen. Selbstverständlich ist es das Geschäft der Gilde, anderen im Unterreich den Weg zu weisen, und mit Gondelgrim bieten sich neue Möglichkeiten, Profit zu machen. Ihr solltet euch nun nach Neverwinter aufmachen und diese Nachricht verbreiten. In Kürze wird dann sicherlich eine Flut von Abenteurern unsere Dienste in Anspruch nehmen. Okay, dann gehen wir wieder nach Neverwinter oder nach Neverember oder wie auch immer das Kaff heißt. Delsun-Arbeit, gar kein Zweifel. Und gehen zu dem alten Blindfisch, aber das machen wir in der nächsten Folge, übermorgen. Bis dann, tschüss.